Hallo und herzlich willkommen bei Quarky Tutorials. Diese Woche häkeln wir eine kleine Hummel. Viel Spaß! Ihr benötigt dazu Wolle in Schwarz, Gelb und Weiß, eine Häkelnadel, eine Wollnadel, eine Schere, Füllmaterial, Kleber, rosa Farbe und einen Pinsel für die Wangen, sowie Heißkleber und schwarzen Nagellack für die Augen. Wir beginnen mit einem magischen Ring mit 6 festen Maschen. Dafür wickeln wir den Faden um den Zeigefinger und zweimal um den Daumen. Nun führen wir die Häkelnadel durch die Schlaufe am Daumen und ziehen den Faden hindurch. Machen eine Luftmasche, ziehen den Faden noch einmal durch die Daumenschlaufe und dann durch die 2 Schlaufen auf der Häkelnadel. Das ist die erste feste Masche. Für jede der weiteren 5 muss der Faden wieder unter der Daumenschlaufe hindurchgezogen werden. In der nächsten Reihe fügen wir 6 Maschen hinzu, indem wir in jede Masche der ersten Reihe 2 Maschen hineinhäkeln und sie somit verdoppeln. In der dritten Reihe fügen wir wieder 6 Maschen hinzu, dafür verdoppeln wir jede zweite Masche. In der nächsten Reihe wird jede dritte Masche verdoppelt. In dieser Reihe verdoppeln wir jede vierte Masche. Am Ende sollten es 30 Maschen in der Reihe sein. Die nächste Reihe bleibt bei 30 Maschen. Nun schließen wir die Farbe ab. Dafür schneiden wir den Arbeitsfaden großzügig ab und ziehen ihn durch die Masche. Nun fädeln wir ihn in die Wollnadel und führen ihn von vorne nach hinten durch die übernächste Masche und dann von oben durch die Ursprungsmasche wieder zurück. Jetzt fädeln wir ihn bis zur Mitte und verknoten ihn mit dem Anfangsfaden. Bringen wir nun das Gesicht an. Den Mund kann man einfach aufsticken. Für die Augen macht man mit Heißkleber 2 etwa gleich große Punkte. Diese Punkte bepinselt man mit schwarzem Nagellack. Ist der Nagellack getrocknet, klebt man die Augen einfach an die gewünschten Stellen. Nun geht es weiter mit dem Hummelkörper. Wir machen eine Schlaufe mit der schwarzen Wolle. Diesen nehmen wir mit der Häkelnadel auf und ziehen den Arbeitsfaden durch eine beliebige Masche der äußersten Reihe und dann durch die 2 Schlaufen auf der Häkelnadel. Dies ist der Beginn der nächsten Reihe. Häkelt insgesamt 2 Reihen schwarz. Dann schließt ihr die Farbe ab. Häkelt dann 2 Reihen gelb, nochmal 2 Reihen schwarz und dann nochmal 2 Reihen gelb. Nach den letzten 2 Reihen schließt ihr nicht ab, sondern häkelt weiter. In dieser Reihe müssen wir 6 Maschen abnehmen. Dafür häkeln wir jede 4. und 5. Masche zusammen. Wir ziehen den Faden durch die 4. und dann direkt durch die 5. Masche. Nun ziehen wir ihn durch alle 3 Schlaufen auf der Nadel. In der nächsten Reihe häkeln wir direkt die 1. und 2. Masche zusammen und danach jede 3. und 4. Wir müssen die Abnahmen versetzen, damit keine allzu großen Löcher entstehen. In der nächsten Reihe häkeln wir jede 2. und 3. Masche zusammen. Am Ende sollten es 12 Maschen auf der Reihe sein. Wir vergrößern die Schlaufe und legen die Häkelnadel beiseite, um den Körper zu füllen.
Dann nehmen wir die Nadel wieder auf und häkeln alle 2 Maschen zusammen, bis wir nur noch 6 Maschen haben. Dann schneiden wir den Faden großzügig ab und vernähen das Ende, indem wir den Faden immer durch gegenüberliegende Maschen ziehen und dann nach und nach stramm ziehen. Dann verknoten wir das Ende, ziehen es durch den Körper, den wir dabei ein wenig zusammendrücken und schneiden es knapp ab. Nun malen wir die Wangen auf. Während die Wangen trocknen, können wir die Flügel häkeln. Wir beginnen auch hier mit einem magischen Ring mit 6 festen Maschen, in Weiß. Wir verdoppeln in der zweiten Reihe jede, in der dritten Reihe jede zweite und in der vierten Reihe jede dritte Masche. Nun sollten in der äußersten Reihe 24 Maschen sein. Die nächste Reihe häkeln wir ohne Zunahmen. Von hier an nehmen wir in jeder Reihe 3 Maschen ab, bis wir am Ende 12 Maschen haben. Das heißt, erst häkeln wir jede 7. und 8. Masche zusammen, dann jede 6. und 7., jede 5. und 6., schließlich jede 4. und 5. Masche. Denkt an das Versetzen. Schließt die Reihe ab, verknotet den Faden aber nicht, denn mit diesem nähen wir die Flügel später an. Wir brauchen natürlich 2 Flügel. Wenn beide Flügel fertig sind, nähen wir sie einfach an die gewünschte Stelle, verknoten die Enden, ziehen sie durch den Körper und schneiden sie ab. Das war's auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst mir doch einen Daumen rauf da. Anregungen, Ideen und Kritik, wie immer in die Kommentare. Wenn ihr wollt, dann besucht mich doch auch auf anderen Seiten. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin!